Antworten auf die brennendsten Fragen unserer Tage. Zum Beispiel, welchen Nagellack bevorzugt Guido Westerwelle? Wie kommt Jürgen Drews mit seinem Bett ins Kornfeld? Und warum nimmt Norbert Blüm Reitunterricht? Diese und andere Fragen beantworten heute wieder unsere beiden Rateteams. In 6 Spielrunden kämpfen sie hart um wertvolle und wertvollste Punkte. In jeder Runde gibt es 5 Punkte. Und wer die meisten Punkte sammelt, der ist ein Spitzenpunktesammler. Unsere Rateteams heute Abend: Markus Maria Bowittlich. Er spielt heute Abend zusammen mit der Frau, die mit ihrem bezaubernden Dekolleté Reklame für eine Milchfabrik gemacht hat: Sandra Steffel. Ich denke eher, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Das ist mein alter Freund Thomas Hackenberg, nur mit Titten. Ja? Oh! Ein paar, meine Damen und Herren, was sich gut versteht. Wir sind gespannt und auf der anderen Seite die Kontrahenten, die, die heute gewinnen wollen, die, die heute alles abkassieren wollen. Mirko Lonchev. Das bist du! Oh, neben ihm der Mann, der mit seiner Frisur ebenfalls Reklame machen könnte. Und zwar für Unkraut-Ex Theo West. Ja, du bist auch dabei. Das ist eine schöne Sache. Am Donnerstag, meine Damen und Herren, findet in England das gesellschaftliche Ereignis des Jahres statt. Prinz Edward tritt in den Heiligen Bund der Ehe. Sein Opfer: Sophie Rice-Jones. Doch was der Prinz erst in der Hochzeitsnacht zu sehen bekommt, kennen wir ja alle schon aus der Zeitung. Das Königshaus war natürlich schockiert, allerdings nicht über den blanken Busen, denn der gehört bei den Windsors schon lange zur Tradition, wie ein Blick in unser Archiv beweist. Mama! Ja, nein! Die Queen war schockiert. Der eigentliche Skandal ist natürlich wieder einmal, wie in England üblich, der Standesdünkel. Die Brust der Braut, Sophie Rice-Jones, liegt drastisch unter der vorgeschriebenen königlichen BH-Größe von 75D. Und das ist das wirklich Entscheidende. Und hey, klasse! Ich bin blaublütig. Ich habe 75D. Ja, Entschuldigung, aber dann ist Markus aber auch blaublütig. Pass auf, Freund, dass du gleich nicht blauäugig bist. Also, dass ihr Männer immer gleich mit der Faust argumentieren müsst. Ja, nur, ihr Frauen habt halt die besseren Argumente, sag ich mal. Ne? Ja, aber nur, weil wir Frauen mit dem Kopf denken und nicht wie ihr mit dem... Ja, was denn jetzt noch, hä? Da würde ich mich jetzt aber auch mal für interessieren. Was denn? Kleine Hilfe. Ach so, ja. Wo wir gerade bei 30 Zentimetern sind, schön, dass ich von so großen Denkern umgeben bin. In unserem ersten Ratespiel, und damit kommen wir zu den Filmen der Woche. Sandra und Markus, wir zeigen euch jetzt einen kurzen Nachrichtenbeitrag, ein aktueller Nachrichtenbeitrag der vergangenen Woche. Ihr sollt nun raten, um was es darin geht. Hier ist die Matz. Oh wei. Das ist dieser neue Kevin Costner, dieses große Kevin Costner-Epos, 3,5 Stunden lang, ja, die auf dem Pony reiten. Also es sind doch Schafe. Ja, deshalb wird das ja auch ein Riesenflop. Nee, falscher Film, das ist der neue Thriller, das Besteigen der Lämmer. Aber das sind 60 Punkte. Oder Schumi Schumacher eröffnet Öko-Kartbahn für Kinder. Ja. Ich glaube, das ist ganz einfach die Rodeo-Meisterschaft in Lilliput. Ja, komm mal. Ja, das war der Versuch, schöne, witzige Antworten von euch zu geben. Aber in Wirklichkeit haben diese Bilder einen ganz traurigen Hintergrund. Hier ist die skandalöse Wahrheit dieser Bilder. C&A lässt Wollpullover jetzt von Kindern einreiten. Das ist was wirklich...
Nee, dafür kriegt er, glaube ich. Da wollen wir dir beide doch mal aus der Tasche 5. Ja. 5 Punkte für dich, Ingrid. Ehrlich, auch vielen Dank. Ja, so sind wir. Das ist aber nett, das ist wirklich nett. Haben wir denn schon 5? Also 5 Punkte für mich. Ihr habt noch keinen, aber ihr könnt jetzt Punkte machen. Theo und Mirko, welche Meldung könnte sich also hinter diesen Bildern verstecken? Na dann, schauen wir noch mal. Ja. Horst Tappert dreht neuen Actionfilm. Ja, ich würde sagen, ja. Könnte aber auch bedeuten, dass die Rolling Stones ihre Europa-Tournee eröffnen. Oder vielleicht, da ist er schon wieder, Lenin-Mausoleum auf Wanderausstellung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Punkte, Punkte, Punkte gemacht. Und die gibt es jetzt auch, und zwar für Theo und Mirko. Mhm. Mhm. 4 Punkte. Und für euch einen Punkt dieser Runde. Das ist die Entscheidung. Kann man so nicht machen. Noch ist alles drin. Und selbst wenn er spät startet, dann kann man immer noch am Ende alles aufholen. In den ersten Bundesländern beginnen in dieser Woche ja schon die Sommerferien. Das bedeutet, die ganze Familie erholt sich im Ausland und der Hund erholt sich an der Autobahn. Ja, also genau das möchte ich hier mal in aller Schärfe und mit Nachdruck anprangern. Also man sollte nicht im Ausland Urlaub machen. Genau, Deutschland ist auch schön. Stimmt, genau. Ich habe vor 2 Jahren ja auch mal Urlaub gemacht an der Oder. Ja, einen Badeurlaub. Ja, und die Bilder der anschließenden Hochwasserkatastrophe haben wir ja noch gut vor Augen. Urlaub, meine Damen und Herren, ist auch das Thema unseres Zeitspiels. Markus und Sandra, stellt euch vor, ihr habt eine Reise gebucht, ja, alles ist prima, bis auf die Unterkunft. Woran erkennt ihr, dass ihr im falschen Hotel abgestiegen seid? 30 Sekunden Zeit, abwechselnd zu antworten. Für jede Antwort gibt's einen Punkt. 30 Sekunden, ab jetzt. Mein Zimmernachbar heißt Öcalan. Übernachten kostet extra. Die Zimmerpreise werden stündlich berechnet. Im Hotelpool treiben noch die Gäste vom vergangenen Jahr. Die Fenster sind verkittert. Im Gästebuch ist ein Eintrag. Vielen Dank für die Wanderkarte, euer Ötzi. Der Hoteldirektor fragt nach, ob man noch einen letzten Wunsch hat. Das kann ich leider nicht mehr. Es war haarscharf, aber den Ötzi geht noch ein. Das sind 6 Punkte. Das waren eigentlich sieben. Ne? Ja, das falsche Hotel gebucht, das kann euch nicht passieren in unserer Spielrunde. Denn wir haben euch sicherheitshalber auf einem Kreuzfahrtschiff eingebucht. Oh. Und nur meine Frage an euch, woran erkennt ihr, dass man euch bei einer Kreuzfahrt übers Ohr gehauen hat? Ihr habt 30 Sekunden Zeit, ab jetzt. Da ist mir voll klar, der Kapitän heißt Profitlich. Ja, warte mal, wir hatten unsere Zeit. Die Rettungsboote sind nur aufgemalt. Das Schiff heißt Titanic. Der Steuermann fährt nur nach Gehör. Und der Kapitän gibt das Kommando leinenlos komischerweise von Land aus. Ja. Oder Bruce Willis ist auf dem Schiff und trägt ein sehr, sehr dreckiges T-Shirt. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich da irgendeinen Film nicht gesehen? Nein, 3, mein Junge. 3 Filme hast du verpasst. Der hat ja keine Ahnung, der Junge. Nicht? Auch hier ist die Zeit. Wir haben doch heil uns vorbereitet auf die Sendung. Abgelaufen, auch 6 Punkte für euch. Und das gibt einen Gesamtpunktestand von 10 zu 7. La Ola machen. Na, die Runde. Da arbeiten wir aber noch dran, nicht wahr? Ja. Ist das richtig, Jari? Kreuzfahrt, Urlaub im Hotel in südlichen Ländern. Ein anderes beliebtes Urlaubsziel, etwas mehr in unserer Nähe, ist da England. Ja, das stimmt. Kann ich dir voll beipflichten, da war ich auch schon. Ich dachte, Theo fährt immer nur nach Lodz. Das gibt einen Punkt Abzug, Mirko. Und das kann ich sogar minus verstehen. Minus einen Punkt. Ich mache das unter euch aus. Einen Punkt Abzug. Denn ich wollte eigentlich einen meiner genialen Überleitungen. Sag mal, wisst ihr eigentlich, warum Wimbledon Wimbledon heißt? Weil es da nur vor Tennisspielern wimbelt. Ja.
Genial, ganz groß, extra Punkte. Glück, extra Punkte. Es gibt, weil ich gerade sowieso über Wimbledon sprechen wollte, einen extra Punkt wieder für Merkur. Steffi Graf, meine Damen und Herren, wimbelt jedenfalls nicht herum. Sie ist eine anständige junge Dame mit einer sehr, sehr schönen Nase und war letzte Woche mit diesem Foto hier in der Zeitung. Was denkt Steffi auf diesem Foto der Woche, Markus und Sandra? Darf ich vorstellen? Ball, das ist mein Papa, Papa, das ist mein Ball. Jetzt warte ich schon seit 3 Wochen auf meinen Eisprung. Und dann das. Oder das ist Steffi Graf mit ihrem ersten Schmusebär. Das gibt aber ein extra. Doch, wollen wir mal sehen, denn in Wirklichkeit denkt sie, tja, für die einen ist es ein Tennisball, für die anderen das größte Zäpfchen der Welt. Bild von einer Föhnfrisur und unter der Frisur steckt Guido Westerwelle. Was denkt Guido Westerwelle aus diesem Foto? vier Bier für die Jungs vom Sägewerk. Nee, das ist der Daumen, der schüttelt die Daumen. Entschuldigung. Pack jemand meine Nase zum Popeln, meine ist leer. Aha, aber einen hätte ich gern noch. Ja, einen kannst du noch. Darf ich noch einen machen? Einen darfst du noch. Jetzt kommt's. Weil ich weiß es schon. So tief war ich im Kinkel drin. Merkur zeichnet sich aus durch große Kenntnis, Inside-Kenntnis in der Politik. Und dafür gibt es 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch für den Teddybär. Ja. Gut. Ja. Jetzt kommt natürlich wieder eine Domäne des Teams von Markus. Nämlich jetzt geht es wieder um darstellerisches Geschick. Und wir wollen vollen Körpereinsatz von euch haben. Es gibt unser Pantomimespiel und heute geht es um Urlaubsziele wie die Pyramiden von Gizeh, den Eiffelturm in Paris oder die Wirtschaft um die Ecke. Markus und Theo, ihr seid jetzt dran, habt 15 Sekunden Zeit, 3 Urlaubsziele pantomimisch eindrucksvoll darzustellen und zwar so eindrucksvoll, dass euer Teampartner das zu erratende Urlaubsziel denn auch errät. Für jedes Erratene gibt es einen Punkt. Markus fängt an. Ja. Hier auf diesen Karten sind die Urlaubsziele und Sandra sollte versuchen zu erraten. Das ist Urlaubsziel. Markus, gib alles. Ja. 15 Sekunden Zeit jetzt. Afrika. Der Nil, Ägypten. Oktoberfest. Tauch, Fisch, Hai, der weiße Hai. Leider nicht erraten. Es ist schon ein etwas besser einzugrenzendes Urlaubsziel. Es ging um Loch Ness. Nein. Leider kein Punkt. Und jetzt ein etwas kompliziertes Urlaubsziel. Markus. 15 Sekunden ab jetzt. Italien, Frankreich, Haus, Kirche. Oktoberfest. Hula, Hawaii. Ein tanzendes Zelt, Hawaii. Sehr schön, aber leider nicht erraten, das Bermuda-Dreieck. Oh, da hättest du doch hier. Das ist aber auch so schwer. Mach doch die Hose. Und jetzt geht es um einen Ort in Europa, der für Markus ganz einfach darzustellen ist. 15 Sekunden ab jetzt. Du. Ja. Markus. Markusplatz. Jawohl.
Ja. Ich hätte natürlich auch den Marienplatz gelten lassen, ganz klar. Sogar der Profitlichplatz wäre ein Punkt gewesen. Theo, jetzt bist du dran. Oh Gott. Urlaubsziele. Reiß dich mal zusammen. Das ist das Erste für Theo. 15 Sekunden Zeit. Ab jetzt. Tanz. Mirko errät. Tanz. Aha. Hütchen. Hut. Ach, Zuckerhut. Jawohl. Ah! 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 Hier spielen sich Szenen des Glücks ab. Szenen, die man sonst nur sieht an dem Ort, den es als nächstes zu erraten gibt. Meine Damen und Herren, Sie entschuldigen schon mal, dass die Sendung im Ganzen ein bisschen kürzer wird, weil das hier läuft hier so gut. Theo, da warst du noch nie. Marseille! Und 15 Sekunden Zeit, ab jetzt. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte, dass diese Sendung noch kürzer wird. Und mal jetzt ein drittes Ziel sehr schwer darzustellen. Theo, 15 Sekunden ab. Sag 5 Sekunden. 5 Sekunden, mehr brauche ich nicht. Ab jetzt. La. Oh, was? Ach, Wasser. Dinger, ja. Arschdicken, was? Nein, warte mal, sorry. Pusten, ich komme nicht drauf, was? Schwimmen, Dinger, was? Nein, ja, Digga! Wo soll das denn sein? Es ist wo? Der Titicacasee. Der berühmte See. Da hat er. Das gibt also 2 Punkte für euch und 1 Punkt für Markus und Sandra. Meine Damen und Herren, erfahren Sie gleich, warum Leonardo DiCaprio so lange auf einen Klempner warten muss, und feiern Sie mit uns in einem grandiosen Finale den Punktsieger des heutigen Abends. Also bleiben Sie dran. Voll witzig, das Comedy Quiz in Sat 1 mit mir im Studio, die beliebte Sandra Steffel. Woo! Der beleibte Markus Maria Profitlich. Der belesene Theo West. Und der Berliner Mirko Lonchev. Los mit unserem Synchronisationsspiel. Die beiden Helden in dem folgenden Film haben aber leider keinen Text. Den sollt ihr ihnen spontan in den Mund legen. Sandra und Markus beginnen mit dem legendären Filmklassiker Attila der Hunne. Das war der Mann, der nicht nur Blech redete, sondern es auch noch anzog. In dieser Szene warten Attila und seine reizende Frau auf einen Handwerker. Film ab. Jetzt warten wir schon so eine Woche auf diesen Rohrreinigungsdienst. Ich schaltet nicht mehr aus. Wann kommt der endlich? Ja, du hast die Toiletten ja unbedingt selber reparieren müssen. Das hast du jetzt davor. Ja, dafür habe ich auch meine Rüstung selber zusammengelötet. Und deshalb haben wir seit 2 Jahren keinen Sex mehr. Und das nur, weil der Herr Heimwecker vergessen hat, die Schrauben zum Aufmachen dazu zu löten. Ja, und... Ich bin stolz auf die Atti. Super gemacht. Sie hat die Klappe und du Luder und wohl endlich einen Dosenöffner, damit ich aus dem Zeug hier rauskomme. Ja, vor die Kräne. Vielen Dank für unsere Spitzen-Synchronisationssprecher Sandra und Markus. Und auch Leonardo DiCaprio hat Probleme mit seinem Rohr. Davon betroffen ist natürlich auch seine geliebte Kate Winslet. Sie stellt sich im Haushalt nicht besonders geschickt an. Theo und Mirko, jetzt für euch den Streifen Titanic. Das Thema, kleine Probleme im Haushalt. Hilfe, Hilfe, ich habe den Kühlschrank abgetaut. Es ist leider alles ausgelaufen. Hilfe, Hilfe! Ja, und hast du eine Schüssel drunter gestellt? Nein, ein Nudelsieb. Nudelsieb, aber bist du blond? Hol mal schnell eine Rolle Zewa von da drüben. Wieso denn Zewa? Wieso Zewa? Na, ich will mein Kaugummi loswerden oder soll ich es etwa auf den Boden spucken? Bist du verrückt? Bist du verrückt? Nicht auf dem Boden, muss ich alles sauber machen. Gib mir jetzt den Kaugummi.
was machst du jetzt damit? Damit stopfe ich jetzt das Nudelsieb auf. Na, bring mir ein Eis mit. Und dann schaffe ich das. Das ist aber immer ganz im Zack, ich meine, das haben wir aber noch. Toll, das Publikum hat entschieden. Ich folge mich dem Votum des Publikums. 3 Punkte für euch und 2 Punkte für euch. Von uns für euch ein Punkt. Wir kommen zum Endstand in der heutigen Voll-Witzig-Sendung. Und zwar tapferer 2. Sieger und damit letzter sind mit 12 Punkten Sandra und Markus. Und auf dem vorletzten Platz und damit Sieger des heutigen Abends sind mit 18 Punkten Theo und Mirko. Viel Spaß mit euren Punkten. Was? Viel Spaß mit euren Punkten. Ja. Das wurde ja auch mal Zeit, ne? Das wurde ja auch mal Zeit, das 5 verlorene Spiele. Und in der nächsten Woche, meine Damen und Herren, erfahren Sie bei uns, warum immer mehr Elefanten von Tennisprofis sexuell belästigt werden. Ich sage vielen Dank an meine beiden Rateteams. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir, meine